Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zum Fernbus-Simulator. Euro-Coach-Simulator? Ach nein, das ist der Euro-Truck-Simulator. Ja, das ist der Euro-Truck-Simulator. Und ja, die Frage stellt sich natürlich, wenn ich das hier alles so sehe, ist der Euro-Truck-Simulator der bessere Fernbus-Simulator? Das könnt ihr ja mal gerne in den Kommentaren mal, ja, erläutern. Wir werden aber jetzt von Berlin Richtung Nürnberg fahren. Und dieser Mod hier, dieser Bus, das ist nicht mehr der neueste. Ich habe das nur gesehen, dass im Steam Workshop, ihr habt das ja mitbekommen, für alle, die im Livestream waren und sich die ganzen ja, Mods zum Ende angesehen haben, da habe ich im Vorfeld schon was gesehen im Steam Workshop. Ich gucke da wirklich fast täglich rein, was es so Neues gibt. Und diesbezüglich weiß ich dann auch, aha, da gibt es was. Wir sind Busfahrer, wir dürfen vorfahren. Und deswegen habe ich mich gefreut, wo der eine meinte, hey, da gibt es jetzt einen Fernbus-Skin im Steam Workshop. Und jetzt fahren wir mal schön gemütlich Fernbus-Simulator. Na, halt an. Eins kann man ja durchaus sagen, ich kann jetzt keine Passagiere hier rumfahren und muss sie vorher irgendwie befragen, ob sie jetzt richtig sind. Aber eine andere Sache ist, ich sehe auf den Schildern auf jeden Fall, wo ich hin muss. Und ja, man kann den Bus jetzt vom Gestalterischen nicht vergleichen. Ja, also die Busse im Fernbus-Simulator sind doch schon detaillierter. Was mich aber dann trotzdem irgendwie stört, ist, dass man ja die Instrumente nicht so klar sehen kann. Zum Beispiel hier sehe ich, oh, es ruckelt. Ich bin nämlich auf der Pro-Mods unterwegs. Da kann es ja sein, dass hier der Verkehr so ein bisschen außer Rand und Band ist. Kann ich hier irgendwie im Interieur irgendwas ändern? Ja. Naja, lassen wir es so. Und da gibt es ja auch diesen Doppeldeckerbus, ne? Aber hier sehe ich, wie es auf den Schildern schon vom Weiten, aha, mit Zoom-Funktion, da geht's Richtung Leipzig, Potsdam. Und das ist eine Sache, die mich auf jeden Fall so ein bisschen stört, ja? Und hier auch die Bäume, die sind für mich, sehen lebensechter aus, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt die letzten Tage nicht mehr reingeguckt. Da kam ja wieder ein Update, ein Fix von irgendwelchen Grafiksachen. Naja, müssen wir mal sehen, was da noch rauskommt. Der oder die Busse sehen auf jeden Fall hübsch aus. Nur die Ablesbarkeit der sogenannten Instrumente ist hier als Mod besser. Ich weiß nicht, ob es an der Engine liegt, die sie da verwendet haben. Und wir sind in Brandenburg und fahren gleich wieder durch den Tunnel. Den es eigentlich, wenn man in Brandenburg ist, nicht gibt. Also jetzt fahren wir ja... Oh, wo fahren wir jetzt hin? Ach so, wir fahren jetzt sowieso eine andere Strecke. Oh, warte mal, wir müssen ja hier lang. Eieieiei. Schon fast wieder verfahren. Aber die Autobahnkreuze sehen auf jeden Fall so aus. Nee, wir fahren ja nicht jetzt die A13 lang. Hat es jetzt angefangen zu regnen? Ach, hör auf. Da wäre ich doch verrückt. Schöne große Scheibenwischer, ne? So, wir müssen natürlich erstmal weiter rüber, weil wir müssen ja Richtung München jetzt fahren. Weiter rüber. Mann, haben wir ein Wetter. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. Also, richtig auf meiner Uhr ist jetzt 2.37 Uhr. Ich habe gerade ein Video für morgen aufgenommen. Also, wenn ihr das seht, morgen. Wir fahren, wir können eigentlich 100 fahren, ne? Wir dürfen nur 100 fahren. Gehen wir mal kurz nochmal nach außen. Ach, schön. Sieht das nicht herrlich aus? Und was auf jeden Fall für mich immer noch so ein bisschen störend ist, hier merke ich zum Beispiel, wenn ich nach rechts oder links lenke. Soll ich jetzt hier abfahren? Nee. Nee.
Ja, ich bin zu schnell, aber das Spiel weiß ja nicht, dass ich jetzt hier Bus fahre. Oh, in grün. Aha. Bundespolizei oder was? Ja, wie gesagt, wir müssen, können einfach nur ein bisschen noch warten, was da noch so kommt, aber guckt euch das an hier, die Autos, ja. Die hätten so von vornherein, Sachsen-Anhalt, aha, hätten die schon irgendwie sowas reinbringen können, dass es Mods gibt. Die haben ja großartig angekündigt, die Community kann dann neue Kartendetails einfügen und. Ich weiß es aber. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Euro Truck Simulator nach 2012 so war, ob da gleich Mods kamen. Aber 2013 habe ich ja, wurde mir ja gesagt, habe ich ja das erste Video gemacht. Und da kamen ja schon die ersten Mods ins Spiel. So, na toll, jetzt ist hier Stau, ey. Oh, der lässt mich da rein. Gut, alles klar. Na, das fehlt mir noch in der Raubensammlung hier. Eine Baustelle hier. Mann, wird überall nur gebaut. Ah ja. Mal gucken, was da noch alles so kommt. Ich sehe, dass er so zwiespältig wie zum Beispiel das On the Road, ne? Naja, bin ich mal gespannt. Und jetzt gibt's hier einen Stau, ey. Ich gehe ja kaputt. Was ist da vorne schon wieder los? Kommen Sie wieder nicht aus dem Knick oder was? Wo kommt ihr denn her? Der Bus? Ach nee, der will ab oder was? Bleiben wir lieber hier. Ach so, hier bremsen sie einmal, dass sie hier so ein bisschen so einen kleinen Stau verursachen. Coole Sache. Und jetzt Attacke Hü. Wie viele Kilometer? 300 noch. Uiuiui. So, Südkreuz. Aha. Wir sind schon. Wo sind wir denn jetzt eigentlich in der Nähe? Da ist ein Flughafen. München, Erfurt. Okay, da ist ein Flughafen. Ist der vielleicht von Leipzig schon? Da stehen sie. Na klar, muss er doch sein, wenn wir hier. Na klar, der Leipziger Flughafen ist das hier. Wo wir hier quasi unter der Brücke durchfahren und die Flugzeuge drüber weg. Da haben sich auch schon viele aufgeregt. Ja, die Leute lenken sich dann zu sehr ab, wenn da ein Flugzeug rüberfliegt. Ja, rüberfährt. Wir haben es momentan nicht so. Und da vorne die Windkraftanlagen. Ja, sind schöne Details hier, so ein Spiel drin. Ja, wie gesagt, wir gucken mal, was dann alles noch so kommt beim Fernbus-Simulator. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr davon haltet. Ob ihr noch irgendwie hofft, dass das noch mehr kommt. Es ist. Ich zeige es ja ab und zu. Ich wollte eigentlich die Woche auch noch was zeigen. Aber das ist einfach zeitlich nicht drin. Oh, der ist aber weggeploppt, der Wagen. Und irgendwo muss man dann auch Abstriche machen, ne? Da sind Sachen dann halt erstmal wichtiger. Und dann guckt man doch eher, wenn ich auch beim Euro Truck Simulator, Fernbus Simulator spielen kann, dann mach ich's doch lieber mal da. Ey, war da ein Unfall gewesen? Naja, so, wir müssen auf jeden Fall da ab, oder? Oder will er uns wieder verarschen hier? Na, 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 na. Der will uns doch wieder nur verarschen. Klar, guckt euch mal an. Oh, der verarscht uns nur wieder. Na toll. Das passt ja wieder in der Raupensammlung hier. War das knapp. Das war aber mehr als nur ein toter Winkel. So, wir können den Scheibenwischer erstmal ausmachen. So, rüber hier. Da ist zwar ein Auto. Ich hoffe, der macht Platz. Oh, ist das schön. Ey. Fahr ich hier noch an.
Da ist kein Fahrer drinne. Herrlich. Na, dann gucken wir mal. Mit 100 km/h komme ich eigentlich gut voran, ne? Also, wir haben jetzt nur noch 200 Kilometer. Halbe Witzka, das macht ja richtig Spaß. Obwohl ich jetzt gerade, wo ich das andere Video gemacht habe, was ihr morgen seht, schon übelst müde war. Jetzt ist es ja gleich um 3 früh. Na, dann ist wirklich Feierabend. Also, dann gibt es erstmal nicht. Ich muss dann die Videos erstmal hochladen und dann früh morgens werde ich dann sie bearbeiten. Was ich alles mache, ne? Ach, dann ist es hoffentlich klappt das. Ey, drückt mir die Daumen, dass das alles klappt mit der Telekom, dass sie mir die Leitung am Mittwoch da neu anschließen, dass ich dann quasi am ja, Donnerstag schon wieder anfangen kann, neue Videos zu machen. Hier ist er noch müde, der Typ, Junge. Oh. Es ist ja noch müde. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwo eine Raststätte finden. Ich habe ja jetzt keine Tour, ja. Also ich habe jetzt einfach nur. Da ist doch eine. Dann halten wir da an und machen dann erstmal ein schönes Nickerchen. Oh, das würde ich jetzt auch gerne machen wollen. Mario gleich. Der eiert auch was rum, der LKW-Fahrer. Praktiker. Was ist denn mit dem kaputt? Also, wie gesagt, wenn wir da irgendwie. Oh. Mal sehen, ob ich hier den Trigger erreiche, dass er hier. Ja, erreicht. So, machen wir mal aus. Wir werden dann nochmal schlafen, dann ist es nämlich. Nö, das passt ja. So. Wenn es wirklich gut ankommt hier, dass ich mit so einem Bus hier wieder rumfahre, so Euro-Coach-Simulator-mäßig, dann ab in die Kommentare. So, Tempomat wieder rein, richtig mal zurücklehnen und einfach nur mal die letzten Kilometer hier lang cruisen. Dann können wir durchaus öfters mal mit dem Bus fahren, weil wenn ich schon keinen Fernbus-Simulator zeige, ne, dann müssen wir wenigstens mal wieder einen Bus hier ins Spiel bringen. Also ihr habt schon gemerkt, dass der Fokus sich trotz aller neuen Spiele, die jetzt so oder die letzten Monate herausgekommen sind, immer noch auf dem Euro Truck Simulator basieren. Ja, ich bin zu schnell, ich weiß. Das wird sich, denke ich mal, auch dieses Jahr nicht ändern. Denke ich mal nicht. Eieiei, jetzt werde ich langsam müde. Heichi, Baichi, Baichi. Ich weiß auch nicht, welche Spiele jetzt dieses Jahr noch so hundertprozentig rauskommen, ja. Firefighting Simulator hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Sieht auch sehr gut aus, so auf den ersten Blick. Dieses andere Landwirtschaft hier, Cannibal and Crops oder wie das heißt. Ja, müssen wir mal schauen, ob da was geht. Selbst die Leute, die früher hauptsächlich nur so eine ja, Trecker-Simulatoren gebracht haben, Landwirtschaftssimulatoren, die versuchen auch mal wieder was anderes zu bringen. Ich weiß nicht, ob das abgegrast ist. Es wird aber soweit denn sein, in 2, 3 Wochen, wenn dann wirklich alles dann stichfest ist und ich wieder ein bisschen Zeit habe, dass wir uns dann nach und nach dann wieder ransetzen an den Landwirtschaftssimulator. An Bantico. Ja, da werde ich dann vorher nochmal ausrufen. Was es so Neues da gab. Ob die jetzt schon final ist. Angeblich soll die ja schon so getriggert sein, dass
die nicht mehr in einem Beta-Status ist, die Bantico. Für den LS17 meine ich jetzt. Dann müssen wir mal gucken, wenn es denn soweit ist. Und dann werden wir wieder mit den alten Traktoren. Aber jetzt läuft ja momentan noch Spin Tires. Und wenn das halt nicht mehr so richtig läuft, also bei mir heißt nicht richtig läuft, ja, wenn es so Videos sind, die 500, oh, 500 oder 800 Aufrufe hat, dann ist es für mich schon, na, das läuft nicht so, dann hätte ich die Zeit auch in was anderes investieren können. Aber ja, manchmal kommt halt auch so ein Spiel, wo du sagst, du hast einfach nur Bock drauf, ja. Und dann kannst du auch gleich mal ein Video machen, auch wenn dann nur sich 200, 300 Leute das gucken, dann hatte ich trotzdem meinen Spaß, ja. Warum sollte ich es denn nicht hochladen? Ja. Und so eine Sachen, so wie Trains in World, ja, könnte ich natürlich auch etliche Folgen rausbringen, aber ich ganz ehrlich, ich sage mir so, es sind alles so eine Mission, die so 1,5 Stunden gehen. Soll ich die denn wirklich auseinanderklamüsern? Dann fahre ich die doch lieber nach und nach einfach mal im Livestream ab, wo ihr dann quasi dann sagt, na okay, bevor ich mir 5 Videos angucke, ja, hole ich mir doch dann die ganze Packung hintereinander, 1,5 Stunden, ja, so wie in so einem Film. Manchmal ist, ne, so ein Fernsehfilm und tut sich dann halt 1,5 Stunden Maximus an. Ne, kann ja durchaus möglich sein. Fernsehen kommt ja eh nicht mehr, ne? Und ich denke mal, ich habe schon etliche Livestream jetzt, die bestimmt über 1 Stunde, 1,5, 2 gehen. So. Wie viele Kilometer haben wir da noch? 23. Oh, hier muss ich mich ein bisschen auf die Wange hauen, nicht auf die Backe, auf die Wange, dass ich hier langsam, dass ich nicht einschlafe, ne? So, Nürnberg. Nürnberg ist gleich. Ah, Nürnberg Nord. Okay. Dann fahren wir doch mal Nürnberg Nord runter. Bei wunderschönen Wetter. Ich weiß gar nicht, geht eigentlich die Frühlingsmod hier eigentlich? Also, dass es hier so ein bisschen frühlingshaft aussieht, weil ich denke mal, die werden die gleichen Bäume nehmen. Die haben jetzt nicht irgendwie neu was gemacht. Ich bin mir da nicht sicher. Die Tore sollen ja auch gehen. Also viele Leute, die die Mod oder selbst andere Mods bauen, die orientieren sich dann sehr stark nach dieser hier, ne? Weil ich glaube wohl, das wird wahrscheinlich die beliebteste Map sein, die es überhaupt gibt. So. Schön, schön. Und ich werde den Bus jetzt nicht extra noch reinmachen. Das werde ich jetzt nochmal sagen. Ja, falls der eine oder andere schon nachträglich gefragt hat. Ich werde nicht immer irgendwelche Busse und irgendwelche Mods reinmachen. Nur weil ich dann nachher wieder irgendwie erfahren muss, es geht nicht, mein Rechner stürzt ab, bla bla. Das mache ich. Wenn ich eine Mod-Vorstellung gemacht habe zu dem Fahrzeug, dann mache ich den Mod hier rein. Ja. Und nicht, dass ich jedes Mal nochmal suchen muss, gerade wenn es so eine älteren Sachen sind. Ja, das ist wahrscheinlich ein Mod, der Bus von der Version 1.26. Der kann, wenn ihr das Video seht, vielleicht nicht mehr funktionieren, weil SCS Software wieder ein kleines Update rausgeschmissen hat. Und, ja. Und da machen wir mal lieber ein bisschen entspannter. Ja, siehst du? Das haben wir doch schön gemacht hier. Schön reingerollt. So, Nürnberg. Da vorne ist nämlich gleich so eine Haltestelle. Und da stellen wir unseren Bus einfach mal ab. Dann ist Feierabend. Dann werde ich ins Bett gehen. Denn hier die Mauer von Nürnberg. Ah, was da nicht noch ein bisschen mehr grün? Warte mal, ich muss mal überlegen, wo fahren wir hier hin? Da ist der Bahnhof.
Müssen wir jetzt hier noch lang fahren? Wir müssen hier irgendwo ins Zentrum. Da war doch denn hier noch dieser Bahnhof, wo dann viele gesagt haben, naja, sieht so ein bisschen aus, aber das und das ist nicht richtig. Das war doch hier an der Mauer. Südstadt. Oh, war rot jetzt? Ach, da vorne ist es. Da vorne, da werden wir anhalten. Ja, stimmt, irgendwas mit der Straßenbahn habt ihr erzählt, ne? Da ist da gar keine Straßenbahn und bla bla bla. Da ist die Burg. Wir werden jetzt aber trotzdem... Wir werden jetzt trotzdem da so reinfahren und anhalten. In die Altstadt geht's leider nicht. Aber Nürnberg ist wirklich eine der Städte, die sie hier bei der Promods richtig schön gemacht haben. So. Ja. So. Oh, stellen wir mal uns auf die andere Seite, ne? Wir haben hier eine schöne Wendeschleife. Machen wir es einmal. Guck mal da. Achso, ist ja die Promods. Bin ich ein Trottel. Ah, der lenkt sich eigentlich auch ganz gut, der Bus. Aber ich prüge hier lang wie so ein richtiges Kamel, oder? So. Ah, so. So. Alles klärchen. Das soll es dann aber auch wirklich erstmal gewesen sein. Mit unserem Bus hier. Naja. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dass der Maximus mal mit dem Bus rumdödelt, dann ab in die Kommentare. Ich mache erstmal einen Fisch. Muss eine Runde mich hier hinlegen und... Wir können und drückt mir die Daumen, ne? Wie gesagt, dass Mittwoch alles gut läuft bei der Telekom. Mit den Worten, haut rein, bis zum nächsten Mal, bye bye.